Herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht es schon, wieder eine Inspektion habe ich geplant. Diesmal wieder ein BMW, diesmal allerdings ein X3 2 Liter Maschine. Und wir wollen wieder den Filter wechseln, Luftfilter, Ölfilter und Motoröl. Der kriegt 5,5 Liter, wenn ich mich nicht täusche gerade. Das brauche ich aber immer noch mal, deshalb habe ich hier 10 Liter. Füllen wir noch ein bisschen Wischwasser auf. Kurz an dem Motor, ja, Wischwasser ist klar, das habt ihr hier, das wisst ihr. Kühlwasser haben wir dort hinten. Wo sitzen die Teile, ist bei dem Motor auch wieder einfach. Die Klappe habe ich eben schon gelöst, die sitzt auf also Pop. Ja, so diesen Pop. Hier die, diesen Fun quasi, wo die so Nippel dann reinpoppen. Muss man ein bisschen lösen einfach, dann kann man die abziehen. Und dann sieht man hier schon, da drin ist der Luftfiltereinsatz, den holen wir raus. Ich muss den Deckel hinten mal noch mit einer zweiten Hand rausnehmen. Auf jeden Fall habt ihr dann hier den Einsatz, den wir wechseln. Den zeige ich euch gleich nochmal wie im anderen Video im Vergleich. Jo. So, hier habt ihr im Direktvergleich neuer Einsatz, neue Filterpatrone, sage ich mal, im Vergleich zur alten. Den Kasten habe ich eben schon ausgewischt, das heißt, die setzen wir ein. Wir haben hier hinten so zwei Pins, sage ich mal, entsprechend den neuen Einführungen. Das setzen wir einfach rein und der ist schon gewechselt. Ölmessstab haben wir hier. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wo hier der Filter saß, damit ich euch das zeigen kann auch natürlich. Und zwar müsst ihr den Kasten hier vom Luftfilter, hier vorne diesen, diese Steckadaption rausziehen. Dann könnt ihr den auch aus seinen Befestigungen rausheben nach oben und ein bisschen nach vorne klappen. Und dann habt ihr hier den Ölfilter mit dieser Kappe wieder. Kommen wir jetzt scharf. Und ja, hier machen wir es jetzt genauso. Den wieder raus und ein Öl aufmachen, ablassen. Dann die Patrone innen wechseln. Ich zeige euch nochmal hier die Patrone. Sieht einmal so aus. Ähnlich. Ähnlich zu der letzten mit diesem Nippel, den brauchen die irgendwie, um den Öldruck aufzubauen. Zeigen die sonst wie gesagt auch an, wenn man einen falschen Nachbaufilter hat. Und hier haben wir wieder dann im Set den Kupferring, den wir unten wechseln, und oben für unseren Deckel dann den O-Ring, den wir da austauschen. Ja, und so machen wir es jetzt mal. Ablassen, den Luftfiltereinsatz haben wir schon und dann ging das auch hier wieder recht schnell.